Herzlich willkommen, willkommen bei Sid Meier's Civilization 6 und bei mir, Writing Bull, YouTuber, spezialisiert auf aktuelle PC-Strategiespiele, riesiges Fable für Rundenstrategie habe ich und bin ein ganz, ganz riesengroßer Freund der Civilization-Reihe. Hab vor dem Release des Spiels euch üppig und lang und breit Civ 6 schon gezeigt in enger Zusammenarbeit mit dem Publisher 2K Games und den Entwicklern. Und jetzt nach dem Release geht es natürlich weiter. Und diesmal unter dem Stichwort, dem Schlagwort Mission Mars, Mission Mars. Piero Parker, ein guter Freund von mir und Moderator auf civforum.de und ich in einem Wettstreit gegeneinander, wer es schafft, in der geringeren Anzahl von Spielrunden den Wissenschaftssieg zu erreichen. Sprich, wer es schafft, als erster ein Raumschiff auf den Mars zu schicken und dort eine Kolonie zu errichten. Er startet mit den Chinesen, zeitgleich mit mir auf meinem Kanal in einem Gast-Let's Play. Wir versuchen immer, das Tempo in etwa anzugleichen. Das heißt, wir schauen immer, dass die Anzahl der Runden stimmt, dass er und ich halbwegs abwechselnd immer unsere Folgen veröffentlichen und ihr immer nachvollziehen könnt, mit einer gemeinsamen Playlist auch, wer hat gerade die Nase vorn, bei wem läuft es etwas besser oder schlechter. Und ihr seid aufgerufen, uns zu supporten. In unterschiedlichen Teams, es gibt ein Team Piro und ein Team WB. Und die Mitglieder des Teams, das dann schließlich gewinnt, sprich dessen Let's Player hier diesen Wettkampf erfolgreich bestreitet und als erstes auf dem Mars landet. Die Mitglieder dieses Teams haben die Möglichkeit, ein paar Preise zu gewinnen, die der Publisher 2K Games uns zur Verfügung gestellt hat. Wie das funktioniert, das findet ihr im Detail erklärt in diesem Teaser-Video hierzu. Da könnt ihr das ganz genau nachvollziehen. Kleiner Tipp in der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube. Da gibt es Links zu den beiden Threads in zwei Foren in meinem Community-Forum. community.writingbull.de und auf civforum.de, wo ihr mitmachen könnt bei dieser Aktion. Auf geht es, ich spiele mit den Skythen, wir Team WB, wir spielen mit den Skythen. Wir spielen mit Königin Tomyris, Spielerstellen, wir fischen sie uns hier raus, da ist sie. Ist nicht unbedingt die Nation oder das Volk, wo man erwartet, dass man zu Beginn rasend schnell Wissenschaftspunkte ansammelt. Aber ich verfolge ja die Strategie im Gegensatz zu Piro. Man kann am Anfang ruhig was draufschlagen, sich ein kleines Reich erobern und darauf dann, auf dem, was man sich militärisch zusammen ergaunert hat bei seinen Raubzügen, ein großes fortschrittliches Imperium errichten. Ihr dagegen geht mehr den Kuschel und den Einstein-Weg. Ihr wisst schon, der irre Wissenschaftler mit dem Schnauzbart sieht Piro ein bisschen ähnlich, zumindest in 20 Jahren. Tomyris spielen wir. Schwierigkeitsgrad, Piro und ich beiderseits auf Kaiser, dritthöchster Schwierigkeitsgrad, Spieltempo, Standardkartentyp, er spielt Kontinente, ich spiele Fraktal. Da weiß man nicht genau, was passiert, was auf einen zukommt. Ich möchte mich und euch ein wenig überraschen lassen. Kartengröße ganz groß, mal gucken, wie das hier aussieht bei Civ 6. Kleiner Nachteil, es wird ein bisschen dauern wahrscheinlich in der Rundenberechnung, auch deshalb, weil wir so viele Gegner haben. Aber da müssen wir dann durch, dafür haben wir ein richtig episches Spielerlebnis. Erweitertes Setup. Alle anderen Anführer lassen wir uns zufällig auswählen. Standardregeln. Alles andere auch Standard, Standard, Standard. Siegbedingungen. Alle sind aktiviert. Wir spielen mal mit einer Hausregel. Wir können nur gewinnen mit einem Wissenschaftssieg. Die KI dagegen, die kann es auch packen mit einem der anderen Siegbedingungen. Wir müssen also aufpassen, dass ein Gegner nicht davonzieht. Dann müssen wir ihn gegebenenfalls ausmerzen und aus dem Weg räumen. Es gilt natürlich auch für den Fall, dass dieser Gegner Piero Parker heißen könnte. Alles klar, auf geht's. Wir starten in die Partie. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Alle Völker werden aus Furcht und Respekt vor euch erzittern, o große Kriegerin, Königin Tomyris. Denn vom Rücken eures Hengstes aus werdet ihr vorausblicken und das Volk der Skythen führen. In großen Epen wird man die Geschichte der Reiter erzählen, die durch die Steppen stürmen und in jeder Schlacht an vorderster Front kämpfen. Sie werden euch finden. Reitet weiter, wilde Königin, auf dass eure Freunde euch ergeben sind und eure Feinde vor euch fallen. Mit Königin Tomyris können wir zu Beginn der Partie ganz schön aggressiv spielen und auch später durch die Eigenschaft Schlechter von Kyros,
Ihr seht es hier im Text, der eingeblendet wird. Wir sind etwas kampfstärker beim Angriff auf verwundete Einheiten. Plus 5 Kampfstärke, das ist natürlich besonders dann sehr effektiv zu Beginn einer Partie, wenn die Einheiten insgesamt noch nicht viele Kampfstärkepunkte haben. Später, wenn wir zum Beispiel, was weiß ich, mit Panzern unterwegs sind, dann fällt das gar nicht mehr ins Gewicht. Am Anfang richtig wichtig. Und wenn wir eine Einheit ausschalten, werden bis zu 50 Trefferpunkte bei uns geheilt. Das heißt, immer drauf auf die Kleinen, immer drauf auf die Verwundeten und nicht zimperlich sein, immer die Fauste ballen und Blitze aus den Augen schießen. Tumyris, das ist keine Frau, mit der man hier irgendwie kuscheln könnte. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen unser Gegner bekriegen und sie nicht ins Bett bekommen. Auf geht's. Und wir spielen mit unseren Spezialeinheiten, mit den berittenen Saken-Bogenschützen. Was der kann, schauen wir uns nachher an. Wir können mit dem Kurgan eine einzigartige Modernisierung durch unsere Handwerker bauen lassen, die uns Glauben und Gold bringt. Die man insbesondere Glauben, je nachdem, wo man das platziert, schauen wir uns nachher auch an. Und wir haben hier noch einen Trick. Wir können nämlich, wenn wir eine Kavallerieeinheit erzeugen, bekommen wir noch eine zweite geschenkt. Zumindest in bestimmten Situationen folgt der Stepper dieser Eigenschaft. Gucken wir uns auch nachher genauer noch an, wie das funktioniert. Rein in das Spiel. Ich wünsche euch und ich wünsche mir viel Erfolg hier, dass wir Piero Parker zeigen, was eine Harke ist oder zumindest eine geballte Faust und dass wir die Mission Mars als erster abschließen können. Wir und ich, das Team WB. Und wo starten wir hier bei Fraktal? Oh, jede Menge Ressourcen. Das sind Luxusressourcen. Gips, Bonusressource Steine. Das sieht ziemlich gut aus. Strategische Ressource Pferde. Nicht schlecht für ein Reitervolk. Reis, Bonusressource kann man durch Wassermühlen auch ganz gut noch weiter verbessern. Räucherwerk, Luxusgut. 4 Luxusgüter innerhalb dieses Standortes, die wir vielleicht auf Anhieb auch nehmen sollten. 2 Steinressourcen, eine dritte. Da können wir auch gucken, dass wir irgendwie irgendwelche Traits, irgendwelche Eigenschaften bekommen, die dafür gut sind. Und ich traue meinen Augen nicht. Eine weitere, eine 5. Luxusressource, Jade. 3 verschiedene Typen hier vereint, alles innerhalb von 3 Ringen. An Flüssen gelegen, sehr gut. Das ist ganz, ganz hervorragend auch. Und insgesamt eine fantastische Startposition. Und das beim ersten Versuch, ohne zu cheaten und zu schummeln. Ich weiß nicht, wie Piero das eigentlich macht. Er ist eigentlich auch ein ehrbarer Spieler. Zumindest, falls man ihn ganz genau beobachtet und immer ein Auge auf ihn wirft. Jede Menge, oh, das ist auch gut, jede Menge Wald an Flüssen. Da kann man im späteren Spielverlauf Sägewerke errichten. Die geben dann extra Produktionspunkte, weil sie an Flüssen gelegen sind. Das sieht verflixt gut aus. Einziger Nachteil, weit und breit kein Gebirge. Ohne einen Berg können wir keine Boni gewinnen, wenn wir zum Beispiel eine heilige Stätte bauen oder einen Campus. Aber wir rennen mal mit unserem Krieger etwas weiter rum, vielleicht können wir ja noch etwas entdecken. Also Siedler, das ist ein optimaler Standort. Ich schaue mal etwas weiter nach rechts noch, renne ich noch was weiter weg. Hier hin. Ob wir hier vielleicht irgendwo noch ein Gebirge entdecken. Nichts, okay. Bleiben wir an Ort und Stelle. Gründen da und müssen dann halt unsere Campus und die heilige Stätte eventuell woanders bei einer zweiten Stadt machen. Pokrovka, so heißt unsere Hauptstadt. Leider gibt es bei Civ 6 im Release noch nicht die Möglichkeit, Städte umzubenennen. Ich wünsch mir sehr, dass das noch kommt. So, und unsere Bürger arbeiten und schuften wo? Ja, kann man machen. Ich hole mir noch einen Späher als erste Einheit. Ich bin ein leidenschaftlicher Anhänger davon, dass man zu Beginn mit möglichst 2 Spähern hier alles schon mal absucht. Einer reicht mir nicht. In 7 Runden nächste Bürger. Stattdessen könnten wir hierauf gehen. Dann wäre es in 5 Runden. Und hier wäre es der Späher in 8, 7, 8 oder 5, 10. Ich mache mal 5, 10. Und wieder raus. Und mit dem Krieger geht es in der nächsten Runde weiter. Erste Forschung, die wir uns holen sollten, also die erste Sozialwissenschaften, die kriegen wir automatisch über Gesetzgebung. Das ist die einzige, die zu Beginn überhaupt erforschbar ist. Die wird automatisch vom Programm ausgewählt. Bei der Forschung wiederum gucken wir mal. Steine, Bergbau demnächst, definitiv, können wir bald gebrauchen. Bewässerung brauchen wir dafür. Dafür auch Bergbau für die Luxusressourcen. Es spricht alles dafür, dass wir uns zunächst einmal eine von den 3 holen. Für die braucht man keinen Boost. Also da kann man sich gar keinen Boost für holen. Kein Bonus durch Spielerfolge. Da kann man also auch nichts verschwenden. Ich gehe mal auf den Bergbau als erstes. Dann ist natürlich für uns, für eine wahrscheinlich durchaus religiöse Zivilisation, Astrologie interessant, um eine heilige Stätte zu bauen. Aber das ist ein gutes Stück weg. Bergbau brauchen wir definitiv. Ich fange mit Bergbau an. Eine Runde weiter.
Das war die erste Runde hier. Mit Königin Tomyris. Regierung können wir im Augenblick noch nichts einstellen und steht noch gar keine richtige Regierung zur Verfügung. Da müssen wir noch ein Weilchen warten. Und wir rennen jetzt ein wenig hier hin und her. Entdecken, das ist sehr, sehr gut. Entdecken das erste Stammesdorf in der Nähe. Da werden wir gleich mal hinrennen und gucken, was die Bevölkerung vor Ort an Gastgeschenken für uns übrig hat. Apropos Gastgeschenke, was ihr gewinnen könnt, falls ihr euch dem siegreichen Spiel anschließt, dem siegreichen Team anschließt, also mir und ein bisschen Glück habt. Das ist ein Sextant im Civ 6 Branding und eine wunderhübsche Tasche, auch in eine schwere Ledertasche im Civilization Look, beides gespendet von 2K Games und das jeweils zweimal, also zwei Sextanten, zwei Taschen zu gewinnen. Im Teaser-Video wird das alles erklärt. Macht mit, schließt euch dem Team WB an. Nicht dem Team Pyro. Könnt ihr natürlich auch machen, euch dem Team anschließen, aber da er verlieren wird, könnt ihr dann auch da keine Geschenke bekommen. Oh, frühes Reich, Ausrichtung. Das ist ganz gut. Wir bekommen Forschungspunkte, wir bekommen einen Boost dadurch. Hier ist ein Berg gelegen. Ist das derselbe Kontinent? Ja, immer noch. Wir rennen mal weiter hierhin, in die Nähe eines Flusses, können dann demnächst übersetzen. Licht habe ich hier eingestellt, kann man ja einstellen auf knapp nach 16 Uhr. Übergang vom Nachmittagslicht, ein bisschen rot-golden, in die Dämmerung hinein. Der erste Speer. Ich schlachte gerne Speer ab, aber in dieser Spielphase, ich will erstmal alles entdecken, aufdecken hier. Ich könnte hier übersetzen oder ich könnte hier noch ein bisschen weiter Stammesdörfer suchen gehen. Ich laufe noch ein bisschen weiter Stammesdörfer gucken. Nicht in den Wald und in den Dschungel rein. Da hat man nur Probleme, sich fortzubewegen. Da haben wir nur zwei Bewegungspunkte. Und da kommt eine andere Fraktion ins Spiel. Das sind es die Pyrokesen oder Pekinesen. Oder irgendeine andere runde Art. Ich weiß es nicht. Wollen wir gleich mal gucken. Ist das Pyro? Nein, das sind Römer. Sollen wir ihnen guten Tag sagen? Aber holla. Guten Tag. Warum lernen wir sie nicht kennen? Hallo? Warum ploppt hier der Kasatraya nicht auf? Ich bin im Moment dezent überfragt. Nächste Runde in Pogrovka, der zweite Bürger. Das heißt, unsere Einwohnerzahl wird sich dann verdoppeln. Der läuft durch uns durch. Vielleicht werden wir mal angesprochen. Hallo? Ein bisschen Höflichkeit. Die ignorieren uns komplett. Ja, was ist denn da los? Ich möchte mit Kasatraya ins Gespräch. Fehlender Respekt gegenüber Königin Tomyris. Die Skythen werden euch zeigen, wo der Hammer hängt. Also das hier muss ein Bug sein. Mir fällt keine andere Erklärung ein. Ich wüsste nicht, woran es sonst liegen könnte. Luxusressource Gewürze. Rüberrennen. Also, dass sie uns hier nicht begrüßen, ist mir ein Rätsel. Sind wir hier irgendwie durchsichtig? Zweiter Bürger in Pokrovka. Mal gucken, wie die KI den verteilt. Erster Speer. Nächster Speer in 4 Runden. Und nächster Bürger in 7, so in 11.3. Holen wir uns erstmal den Speer und rennen dann weiter. Okay? Also, dass uns die Römer so beharrlich ignorieren, das finde ich kackfrech. Entschuldigung. Unglaublich. Unfassbar. Das ist wahrscheinlich das Team Trajan, das hier auch mitmacht. Die werden allerdings nichts gewinnen. Dafür werde ich sorgen. Hier ist ein Fluss, den wir überqueren können. Ich renne in den Wald rein. Dann setzen wir hier über und untersuchen gleich das andere Ufer. Vielleicht finden wir jemanden vom anderen Ufer. Vielleicht sind Griechen hier unterwegs. Mal schauen. Oh, das war ein ganz billiges rassistisches Klischee. Ist nur ein bisschen peinlich. Hoffentlich fällt es keinem auf. Okay, eine Runde weiter. Kann ich... Da ist er endlich. Augusta e Roma Imperator Caesar Trajanus sum. Qui ses? Qua e terra patria vocas. Das ist der Cäsar Trajan, nennt sich Kaiser des ausgedehnten Roms, wetten, dass da außer Rom noch nichts anderes auf die Beine gestellt hat. Mal schauen, wo die Stadt liegt. Bringt ein paar Diplomatie-Boni. Der erste Besuch hier. Erste Ziff gestoßen, dadurch einen Boost bei der Technologie-Schrift. Können wir Bibliotheken schneller freischalten. Und da hinten läuft ein barbarischer Speer lang. Das nehme ich noch gelassen. Es ist noch nicht wirklich schlimm, weil noch können die auch nichts plündern. Wir haben ja noch keine Modernisierung gebaut. Wir haben unseren ersten Speer. Ja, wo ist denn? Noch ist die Stadt nicht aufgedeckt. Wir wissen noch nicht, wo er ist. Wir rennen hier weiter oben lang. Und mit dem Speer hier. Wir können hier den Fluss überqueren. Das gilt quasi als eine Brücke, wenn man hier direkt in der Nähe einer Stadt rüber rennt.
Laufen. Mal hier hin. Okay, die werden uns schon nicht angreifen. Sperrmanken das in der Regel nicht. Und ich mache tatsächlich... Alles sehr verlockend. Monument ist verlockend, Kulturgrenzen ausdehnen. Wir haben hier wertvolle andere Ressourcen. Aber ich mache tatsächlich einen zweiten Speer. Riesige Welt. Es gibt viel zu entdecken. Ich hoffe, bei möglichst vielen Stadtstaaten als erster zu denen rüber zu laufen. Was dann bedeutet, dass wir einen Gesandten kriegen, einen Gratis-Gesandten, wenn wir die erste große Zivilisation sind, die bei dem Stadtstaat vorspricht. Wer bringt mehr Opfer als die Frau eines Bergarbeiters? Außerdem gibt es jede Menge Stammesdörfer zu entdecken, also zweiter Speer unbedingt. Entdeckung eines neuen Kontinentes, nicht durch Wasser getrennt, aber bei so großen Landmassen gehen hier zum Teil, werden hier schon mal neue Kontinente aufgemacht. Spielmechanisch wichtig, wie ihr gerade gemerkt habt, wir haben jetzt zum Beispiel einen Boost bekommen bei einem Forschungsprojekt. Rennen wir hier weiter, einmal, zweimal, dreimal, ja, das ist echt eine große, große Welt hier. Das ist der Kontinent. Forschung wählen, Bergbau ist da. Als nächstes Tierzucht, um einen Kurgan zu bauen. Unsere Spezialmodellisierung. Da seht ihr, was ein Kurgan bringt. Plus 1 Glauben, plus 1 Gold und plus 1 Glauben für jede angrenzende Weide. Kann nicht auf Hügeln gebaut werden. Später bei weiterem technologischen Fortschritt wirft die Weide oder der Kurgan noch mehr ab. Keramik brauchen wir früher oder später wegen Wohnraum. Haben wir schon ein leichtes Wohnraumproblem hier. Mal schauen. Ein Speer ist schon unterwegs. Der zweite. Wollen wir den wirklich so machen? In 4 Runden haben wir den dann. Ach, da oben. Hat das Programm umgestellt auf 2 Produktionen. Machen wir das? Ja, machen wir. Machen wir. Das ist schon okay so. Erstmal den nächsten Speer raushauen und dann in Ruhe weiter die Nahrungsgrenze hochtreiben. Also wir brauchen eine Weide, einmal Weide für Pferde. Ja, das ist aber, beides ist begründbar, beides ist begründbar. Wir brauchen ohnehin beides. Ich fange mal mit der Tierzucht an, dann machen wir mit der Keramik fange ich an, dann machen wir mit der Tierzucht hier weiter. Römer laufen rein bei uns in Pokrovka. Was bedeutet das hier, um Himmels Willen? Hier ist ein Speer durchgelaufen. Das bedeutet Kontrollzone, dass wir uns in die Kontrollzone bewegen, die wir aber hier auch. Etwas seltsam. Kann ich mir jetzt gerade nicht gescheit erklären. Hier laufen wir jetzt leider, wir sind anscheinend hier auch so in einem Dschungelgürtel, ziemlich in der Mitte. Auch Wüste hier. Dschungel ist immer blöd. Wir sind in Äquatornähe möglicherweise. Ist immer ein bisschen blöd, um sich fortzubewegen. Wir laufen hier mal auf den Hügel, haben hier ein bisschen ebene Glück gehabt. Prima. Dann rennen wir mit dem hier. Achtung! Stammesdorf. Ah, wie gut. Das holen wir uns gleich. Prächtig. Hier ist eine Klippe. Das heißt, da oben ist ein Meer gleich zu entdecken. Alea jacta est. Oh, 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 oh. Der droht uns. Erklärt einen Überraschungskrieg gegen uns. Ja, das gefällt mir aber ganz und gar nicht. Mit einem Krieger. Dann rennen wir jetzt erstmal zurück. Also wir werden natürlich erstmal den Speer hier austauschen. Gegen einen... Mensch, Programm. Gegen einen Schleuderschützen. Können wir einen kaufen? Krieger 160. 6,3 können wir alles nicht kaufen, nein. Dann wollen wir mal produzieren... Schleuderschütze geht näher. Fernkampfstärke 15, Nahkampfstärke 20. Könnten von der Innenstadt aus, von der Stadt außens aus verteidigen. Auf dem Feld in der Mitte heilen. Ich mach's mal den Schleuderschützen. Ich mach's mal mit dem Schleuderschützen. Ist riskant, aber ich mach's mal. Weil wir haben ja hier einen anderen, mit dem renne ich zurück. Eine andere Einheit, der ist schon ein Krieger. Und hier können wir dann gleich übersetzen und uns zurückziehen. Mit dem renne ich nicht zurück. Eine Aufklärungseinheit. Wir haben einen weiteren Scout irgendwo. Der ist vermutlich in der Hauptstadt. Da ist er schon. Und mit dem könnten wir angreifen. Er würde uns aber ganz schön massakrieren. Ich setze auf die andere Seite. Ich setze auf Erkundung. Ich verwende den hier nicht zur Verteidigung. Vielleicht können wir aber den Krieger ein Stück weglocken.
Überraschungskrieg, das ist schon ganz schön frech von der KI. Muss man ihr lassen. Da gibt's nichts zu plündern. Unsere Garnison verteidigt uns. Beide Seiten haben Verluste. Also allein mit einem Kriegerkrieg hat die Stadt nicht erobert. Aber doch, eventuell doch. Wir brauchen dringend Verstärkung. Ich setze den mal in den Wald rein. Da hat er gute Verteidigungswerte. Mal schauen. Zweiter Angriff. Die Stadt hat wieder ein bisschen geheilt. Wenn wir hier angreifen... das Programm rechnet noch im Hintergrund. Eine neue Politik für unsere... Denn wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. Das ist eine coole Sache. Wir haben just in diesem Augenblick unsere erste Regierung, die wir einsetzen können. Stammesfürstentum, weitere stehen uns nicht zur Verfügung. Kampfstärke beim Kampf gegen Barbaren. Okay, die Römer sind Barbaren in unseren Augen. Wie kann man nur ganz zu Beginn einen Krieg erklären? Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Programm das technisch als Barbaren wahrnimmt. Ich glaube nicht. Doppelte Erfahrung für Aufklärungseinheiten, das sind unsere Scouts. Das bringt es im Augenblick gar nichts, es sei denn, wir begegnen Barbaren. Ich nehme mal das hier mit den... ich fange mit den Scouts hier an. Und mehr Glauben oder Gold. Produktion in allen Städten brauchen wir nicht. Ich setze tatsächlich auf Glaubenspunkte. Glaubenspunkte bekommen und kann man beides begründen? Ich gehe nochmal gucken. Ich gehe mal gucken, wie viel Produktion wir hier in der Stadt haben. 6,3. Religion 0. Gold. Ja, ich mach das. Rein in die Regierung. Langfristig bringt das mehr, wenn die Erfahrungspunkte sammeln, dann können die nämlich über Hügel schneller weiter rennen oder über Wälder. Die Scouts am Anfang hochleveln und dann rumrennen lassen, ist durchaus sinnvoll. Und mehr Produktion, die Stadt produziert durchaus gut, aber der Glaubenspunkt, den würde ich gerne mitnehmen. Das bestätigen wir, ja. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Der kann schon mal in die Stadt reinziehen. Dadurch, habt ihr gesehen, bekommt die Stadt einen stärkeren Verteidigungswert. Und jetzt können wir... mit dem den Gegner schon mal schwächen. Und zwar ordentlich schwächen. Er sollte uns trotzdem nicht klein kriegen. Doppelte Erfahrungspunkte für unsere Speer. 8 Erfahrungspunkte hat er gerade bekommen. Wow, so muss es sein. Bin ich doch neugierig. Was ist denn da passiert? Was macht der denn da? Hallo? Ich habe hier drauf einen Rechtsklick gemacht. Das ist die Wegfindung anscheinend in der Release-Version. Die ist nicht immer fehlerfrei. Also wenn man von dem Feld auf das Feld will, ist das möglicherweise ein kleiner Umweg, den der Speer gerade nimmt. Finde ich zumindest. Findet ihr das auch? Ich denke ja. Wir müssen eine weitere Ausrichtung angeben. Bonus haben wir hierfür schon bekommen. Dadurch können wir Händler, glaube ich, bauen. Genau, Händler bauen. Die uns im Augenblick nicht so viel bringen. Geländefelder modernisieren, dafür sind wir noch ein Stück entfernt. Die Karte ist natürlich super cool. Produktion für Handwerker. Langfristig will ich hier hin. Politische Philosophie. Dann kann man die erste richtige Regierungsform machen. Gucken wir uns das hier mal zuerst. Den Außenhandel, da haben wir ja schon den Bonus. So. Eine Runde weiter. Was macht der Krieger? Geht er stiften oder schlägt er zu? Ich weiß es nicht. Sollten wir doch killen können jetzt. Einmal hier drauf. In dieser Runde noch, ja. Oder wir sammeln noch ein paar Erfahrungspunkte mehr. Machen wir. Wir sammeln noch mehr Erfahrungspunkte mit dem Speer. Acht Beförderungspunkte und 8 Erfahrungspunkte. Beförderung möglich. Machen wir in der nächsten Runde. Kein Römer weit und breit zu sehen. Der glaubte wirklich, der Trajan, mit einem Krieger Rom erobern oder Pokrovka erobern zu können. Das ist schon mal gut gegangen. So, und mit dem machen wir jetzt aber wirklich, rennen wir jetzt wirklich in die Richtung.
Und renne wieder genau dahin zurück, wo wir eben gekommen sind. Ja, Pokrovka haben wir erfolgreich verteidigt. Ich hoffe, dass Trajan bald ein Friedensangebot uns macht und ein bisschen im Staub kriecht. Das fände ich ganz hübsch. Vielleicht bietet er uns irgendwas an. Zum Beispiel, was weiß ich, dass er zum Beispiel uns sagt, hier bei mir vor den Toren kam ein unbewaffter Händler mit einem dümmlichen Lächeln im Gesicht vorbei, der unfähig schien, aber wortgewandt war, dicken schwarzen Vollbart trug und große Worttöne ausgespuckt hat. Könnten wir euch als Sklaven verkaufen? Wollt ihr diesen Piropaker haben? Das wäre zum Beispiel ein Handelsangebot, dann würde ich diesen Piropaker einkaufen. Was mich jetzt natürlich interessiert, euch vielleicht auch, was hat Piropaker mittlerweile geschafft in seiner ersten Folge seines Let's Plays? Wollen wir uns das mal gemeinsam anschauen? Wollen wir mal gucken. Das ist Piros erste Folge. Viel Vergnügen bei ihm und denkt dran, ihr könnt euch natürlich auch Piros Team anschließen, aber wenn ihr was gewinnen wollt, dann müsst ihr euch dem Gewinnerteam anschließen. Das ist nicht dasselbe. Bis dann. Tschüss.